So, hallo ihr Lieben. Hier geht es jetzt weiter mit einem Thema, was sehr spannend ist und vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber ich habe hier zwei ganz tolle Experten, die auch schon gewohnt sind, Patienten nahe zu erklären, was so kompliziert ist oder scheint. Und wir versuchen uns da durchzuackern. Ihr habt wie immer die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die wir versuchen aufzugreifen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Herr Professor Andreas Schneeweis vom NCT Heidelberg und vom DKFZ Heidelberg bei uns ist. Und im Programm angekündigt ist Peter Fasching aus Erlangen, der Probleme hatte, sich einzuwählen. Wir vermuten, weil er irgendwo im Ausland unterwegs ist und vielleicht keinen Zugang hat. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass Wolfgang Janni vom Universitätsklinikum in Ulm eingesprungen ist. Manche haben ihn vielleicht eben schon in der Runde zu HER2 positiven Tumoren gesehen. Und wir haben ihn einfach verhaftet, bei uns zu bleiben. Ich sag's und Wolfgang sagt, naja, eigentlich wollte ich joggen gehen, aber Wolfgang, vielen Dank. Und hoffentlich ist es nachher noch hell genug, dass du noch deine Runde drehen kannst. Wir wollen dich nicht davon abhalten. Diese Art Ja. von Verhaftung, die ist mir deutlich lieber als eine andere Art von Verhaftung. Also ich bleibe Ja, dabei. das ist schön. Und ich bin ja manchmal auch ganz froh, wenn ich abgelenkt werde von meinen sportlichen Ambitionen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Andreas, das molekulare Tumorboard. Wie prinzipiell unterscheidet sich das von einem normalen Tumorboard? Was ist der Unterschied? Der Teil, der dazukommt, ist einfach eine sehr umfangreiche molekulare Analyse des Tumors. Also wir schauen nicht nur nach den Standardmarkern, die Professor Janni wohl vorhin auch erklärt hat, beim HER2-Positiv, nach der Immunhistochemie, Hormonrezeptoren, HER2-Rezeptoren, Ki67 und zwei, drei andere, sondern wir schauen nach mehr. Wir schauen mindestens nach einem Panel, das ja, 10, 20, 30 Gene umfasst, meistens sogar sehr viel weiter nach allen Genen, die abgelesen werden, also nach dem ganzen Exom oder sogar nach allen Genen des Tumors, nach dem ganzen Genom. Und wir schauen eben nicht nur nach den Genen, sondern wir schauen zum Teil auch nach dem Aktivierungsmuster dieser Gene. Das heißt, wir nehmen einfach viel, viel mehr Informationen zusammen und schauen dann, ob wir aus diesen Informationen herauslesen können, wie die individuelle Tumorerkrankung am besten angegangen werden kann. Und dann kommen in das Tumorboard eben nicht nur, sage ich mal, die Kliniker, sondern auch die Grundlagenforscher, Molekularbiologen, Bioinformatiker, Humangenetiker, die auch mehr wissenschaftlich tätig sind. Also ich sage mal, ein kompletteres Paket. Jetzt waren da schon ganz viele Begriffe, die schon kompliziert sind. In so einem Panel wird das Genom untersucht und Mutationen und Gene und so weiter. Jetzt gibt es ja Gene, die nur im Tumor verändert sein können. Es gibt aber auch welche, die nicht vererblich sind. Es gibt welche, die erblich sind. Könntest du da vielleicht noch mal ganz kurz, Ja. Andreas, sortieren? Was wird jetzt genau, nach was wird genau geguckt? Sehr gerne. Also, wir schauen uns, ich sage mal, im umfangreichsten Fall, wenn wir das ganze Genom, alle Gene anschauen, alle Gene des Tumors an, also 22.000 Gene, alle Gene des Tumors, und vergleichen die mit den Genen, die der individuelle Mensch geerbt hat. Also den Keimbahngenen. Und aus den Unterschieden sehen wir, aha, das ist ein tumorspezifisch verändertes Gen, also ein Gen, was nur im Tumor verändert ist. Oder das ist ein Gen, was auch nicht, ich sag mal, normal ist, was auch verändert ist, aber was schon in der Keimbahn verändert war, was also derjenige Mensch schon vererbt bekommen hat. Und beide Genveränderungen können relevant sein. Also sowohl Gene, die verändert sind und schon vererbt oder ge verändert geerbt wurden, und Gene, das sind die sogenannten Keimbahnveränderungen, und Gene, die erst im Tumor verändert sind, die sogenannten somatisch Genveränderungen.
Veränderungen. Und da gibt es verschiedene Veränderungen. Es gibt, wie du genau sagst, Mutationen, wo also einzelne Genabschnitte ausgetauscht werden. Es gibt Situationen, wo große Genanteile verloren gehen, sogenannte Deletion. Es gibt Veränderungen, wo Gene mehrfach plötzlich da sind, sogenannte Amplifikation. Und es gibt auch Veränderungen, wo ganze Chromosomen, also die menschlichen Gene sind ja in 22 Chromosomen kondensiert und wo ganze Chromosomenanteile fehlen, aber manchmal sogar ein ganzes Chromosom. Und aus diesen Veränderungen versuchen wir dann herauszufinden, ah, wie tickt denn dieser Tumor? Und dann haben wir eben, ich glaube, das ist noch ein Unterschied, nicht nur die Substanzen, Medikamente im Blick, die direkt bei der Erkrankung, Metastase der Brustkrebs zum Beispiel, zugelassen sind, sondern wir haben alle Medikamente im Blick, die auf dem Markt verfügbar sind. Und es gibt ja Genveränderungen, die nicht spezifisch sind für eine Tumorerkrankung, sondern bei vielen verschiedenen Tumorerkrankungen auftreten. Und dann können diese Tumoren auch häufig gleich behandelt werden, obwohl es ganz unterschiedliche Erkrankungen sind. Ja. Und das versucht eben das molekulare Tumorboard abzubilden. Ja, ich habe, glaube ich, euch allen nicht so viel versprochen. Es wird jetzt spannend und komplex. Aber Andreas, vielen Dank fürs Sortieren. Jetzt, Wolfgang, wir reden ja jetzt von bei allem, was Andreas beschrieben hat, immer noch von einer einzelnen Patientin. Was sind es für Datenmengen und Informationen über einen Tumor und einen Mensch? Wie geht ihr da vor? Was für Rechenmaschinen habt ihr oder wie wird es ausgewertet? Wie viele Menschen sitzen dran, um am Ende zu sagen, zu beschreiben, bei dieser Patientin haben wir die und die Informationen gefunden und geben die und die Therapieempfehlung? Was ist das noch für ein Weg bis tatsächlich der Fall, wie ihr es nennt, die Patientin, im Tumorboard besprochen wird? Also glücklicherweise müssen es meist nicht die Menschen ausrechnen, sondern das machen Computer. Wir bestimmen mit der Sequenzierung tatsächlich ganz viele möglicherweise Genveränderungen, Mutationen, wie der Professor Schneeweis sagte. Aber der Computer rechnet für uns die Mutationen aus, die relevant sind. Und das ist schon mal deutlich weniger, wie der Professor Schneeweis auch andeutete. Und noch weniger sogenannte actionable mutations. Actionable mutations, englischer Begriff für jene Mutationen, die man nicht nur finden kann, sondern mit denen man auch was machen kann, im Sinne einer therapeutischen Intervention, dass sich eben eine Therapie daraus ableitet. Und das ist ja, wie Professor Schneeweis auch schon erwähnt, eigentlich unser Ziel. Wir wollen nicht nur was finden, sondern wir wollen was daraus machen, aus dem, was wir gefunden haben, aus dieser Genveränderung. Und da ist es natürlich schon so, dass die Therapiemöglichkeiten, die wir haben, aber natürlich die Limitationen mit sich dann bringt, welche Mutationen für uns überhaupt interessant sind. Aber es sind eben dann doch mehr als die, die wir in den üblichen Standardtherapien haben. Und daraus generiert sich wiederum der Mehrwert dieser breiten molekularen Analyse, dass wir eben außerhalb des Standards oder ein bisschen aus dem Standard ausbrechen können, kann man vielleicht auch so sagen, weil wir ein Ziel identifizieren können, ein Mutationsziel, das wir dann möglicherweise eben zielgerichtet oder basierend auf dieser Mutation adressieren können. Die vielen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, die sind manchmal gar nicht so einfach zu überblicken und da ist es ganz toll, dass wir in all diesen molekularen Tumorboards sehr interdisziplinär arbeiten. Da sitzen eben nicht nur Gynäs oder Internisten, sondern sitzen sehr häufig auch eben Fachexperten ganz anderer Entitäten. Da sitzen Gastroenterologen und Hämato-Onkologen und Urologen und eigentlich so gut wie alle Fachdisziplinen, die sich mit Krebs beschäftigen, mit denen wir sonst wenig zu tun haben. Wir sind gerade benachbart zu den Urologen natürlich, aber das normalerweise haben wir mit denen wenig zu tun, weil wir eben Frauen behandeln als Gynäkologinnen. Aber manchmal gibt es eben Therapien in diesen anderen Fachgebieten, die für unser Fachgebiet dann anhand der Mutation relevant sein kann. Und da kann es manchmal schon komplex werden, da ist der interdisziplinäre Austausch wichtig. Und da glaube ich persönlich, und vielleicht schwingte das schon so ein bisschen deiner Frage mit, Eva, dass
die künstliche Intelligenz möglicherweise uns da zukünftig helfen könnte. Ich glaube, dass es nie ein molekulares Tumorboard ersetzen wird, aber in zum Beispiel Vorbereiten von Therapievorschlägen könnte ich mir persönlich schon vorstellen, dass das zukünftig möglich sein wird. Aber an der Stelle interessiert mich jetzt auch gleich, was der Professor Neweis dazu denkt. Ja, lieber Wolfgang, du hast es vollkommen super zusammengefasst. Wir haben in Heidelberg tatsächlich, Eva, um auf deine Frage zurückzukommen, untersucht, wie viel Zeit wir brauchen. Und von dem Moment, wo die Rohdaten vorliegen, wo also die Maschine gemessen hat, bis zu dem Moment, wo wir die Patientin im interdisziplinären molekularen Tumorboard diskutieren können, braucht ein erfahrener Grundlagenforscher, der klinische Erfahrung hat, 2,5 Tage für einen Patienten, für eine Patientin, um sie entsprechend vorzubereiten. Und das, wie Professor Janni sehr schön erzählt hat, um zu schauen, was gibt es denn, also mal, welche Veränderungen, die gemessen wurden, sind überhaupt relevant, wunderbar, actionable, also kann man adressieren, und welche Möglichkeiten gibt es denn, welche Medikamente, um das zu adressieren, um das aufeinander zu bringen und dann auch nach bestimmten Kriterien zu sortieren und dann im Tumorboard zu sagen, okay, wir haben die und die Veränderungen, die relevant sind und haben die und die und die und die Therapiemöglichkeiten und von den Daten, die wir haben, ist diese Therapiemöglichkeit, diese zwei, drei, das scheinen die besten zu sein. Und Andreas, könntest du ungefähr vielleicht von eurer Erfahrung aus Heidelberg sagen, von allen Veränderungen, die ihr findet im Durchschnittstumor, wie viele Veränderungen, Mutationen sind actionable? Also bei wie viel Prozent ungefähr, weiß ich nicht, ob du sowas, ob ihr sowas erhebt, aber wie viele Veränderungen findet man und wie wahrscheinlich ist es, dass auch tatsächlich was gefunden wird, was actionable ist? Weil, wie Wolfgang sagt, das ist ja das Ziel. Genau. Also wie viele Veränderungen, die der Tumor generiert, dann letztendlich actionable sind, diese Zahl habe ich nicht, Eva. Aber ich habe die Zahl bei einer Patientin, wie viel Therapieempfehlungen wir mit einem hohen Empfehlungsgrad im Schnitt abgeben können. Und das sind, ich würde mal sagen, mindestens 2 bis 4 pro Patient. Das heißt, bei jedem Patient, bei jeder Patientin können wir durch diese Analysen Veränderungen finden, die mit einem Evidenzgrad 1 oder 2 vorhersagen, dass eine bestimmte Therapie wirkt. Und Evidenzgrad 1 oder 2 heißt, Evidenzgrad 1, es gibt schon Erfahrungen von Patienten mit der gleichen Erkrankung, mit Brustkrebs, dass diese Veränderung mit diesem Medikament behandelt, wirklich erfolgreich in ihrem Verlauf verändert werden konnte. Und Evidenz 2 heißt, es gibt Informationen von einer anderen Tumorerkrankung, die diese Veränderung trägt, dass bei dieser Tumorerkrankung dieses Medikament gewirkt hat, was dann wahrscheinlich auch bei Brustkrebserkrankungen ist, die auch diese Veränderungen tragen. Und du weißt schon, wir haben auch die ersten Analysen gefahren, das sind sich auch alle, die molekulare Tumorboards anbieten, das schon analysiert haben, ob es jetzt in Ulm ist oder auch in München oder auch in Hamburg, einig, dass circa jede dritte Patientin dann von diesem Ansatz profitiert, indem man ihr eine Therapie geben kann, die nach bestimmten Kriterien, die wir diskutieren können, besser ist als jede Standardtherapie, die in der Situation verfügbar wäre. Jede dritte, das ist ja schon beachtlich. Wolfgang, es gibt Bioinformatiker, Biologen, alles Mögliche. Es gibt KI, es gibt Computer. Am Ende gibt es eine Therapieentscheidung, die im molekularen Tumorboard besprochen wird, wahrscheinlich diskutiert. Weiß nicht, ob man sich da immer einig ist, aber am Ende gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Die meisten, die dort sitzen, kennen ja aber die Patientin gar nicht und wissen nicht, hat die Kinder oder hat die einen Job oder ist die vielleicht pflegende Angehörige. Wie findet jetzt die Therapieentscheidung statt? Wer bespricht mit der Patientin das, was quasi diese ganzen Superhirne und Computer und alle jetzt sich ausgedacht haben? Wie geht es dann weiter mit dem Beschluss, mit der Empfehlung des molekularen Tumorboards?
Eigentlich relativ einfach und klar, nämlich der oder die Ärztin oder Arzt, der die Patientenbetreuung kennt. Und das sollte aber schon beim Tumorboard so sein, dass wenn eine Patientin zum Professor Schneeweis kommt mit einem Therapiewunsch oder der Professor Schneeweis eben ein Voranschreiten der Erkrankung feststellt und beschließt, dass die Patientin in das molekulare Tumorboard soll, dann wird er auch oder jemand von ihm beauftragter, wenn er es gerade krank sein soll, der in der Regel nämlich er selber, in dem molekularen Tumorboard dabei sein, um die Patienten vorzustellen. A, weil er es dann gescheiter vorstellen kann, weil er den Fall im Kopf hat. Aber eben auch genau mit dieser Einschätzung, die du andeutest, dass es natürlich so viele Dinge gibt, die man auf dem Papier nur schlecht ausdrücken kann. Zum Beispiel, wie fit ist die Patientin noch, wäre so ein Klassiker. Da gibt es verschiedene Systeme, das auszudrücken, ECOG zum Beispiel und Performance Score und andere Systeme. Aber da ist, glaube ich, die ärztliche Einschätzung ganz, ganz wichtig. Das gilt zum Beispiel auch für geriatrische Patienten, geriatrische Assessments, also älteren Patientinnen und für viele andere Dinge. Wie hat die Patientin die letzten Therapien vertragen? Was ist ihre Präferenz? Ist sie bereit, eine Chemo zu machen, ja oder nein? Und wie du angedeutet hast, ist sie im Berufsleben, hat sie kleine Kinder und. Also tausend verschiedene Dinge. Die sollten eine Rolle spielen im molekularen Tumorboard, wie übrigens in jedem Tumorboard. Also das ist völlig unabhängig. Erstens von der metastasierten Situation sehen, aber auch jetzt unabhängig vom molekularen Tumorboard. Und dann das Besprechen sollte dann eigentlich ein Kontinuum sein, dass der Doktor oder die Doktorin, die den Fall im MTB vorgetragen hat, dann eben auch die Diskussion mitbringt und erklärt, warum sind wir auf das Medikament gekommen und warum denken wir, dass das jetzt die richtige Therapieempfehlung. Und am Ende entscheidet dann die Patientin natürlich oder der Patient, ist das jetzt mein Weg oder nicht? Und wenn nicht, dann habt ihr bestimmt auch noch mal Alternativvorschläge. Im Chat gibt es viele Fragen und wenn ich die mal clustern möchte, dann beziehen sich viele drauf. Andreas, sollte nicht jede Patientin irgendwann mal in einem molekularen Tumorboard besprochen werden, beziehungsweise wie komme ich zu sowas als Patientin, wenn das jetzt vielleicht in meinem Krankenhaus nicht angeboten wird? Also, wir haben gerade in der AGO-Kommission Mama, die ja von Wolfgang Janni als Sprecher und Volkmar Müller als sein Stellvertreter geleitet wird, besprochen, dass wir bei den neuen AGO-Algorithmen einen Satz einfügen, der sagt, ja, jede Patientin sollte im Verlauf ihrer Erkrankung in einem molekularen Tumorboard besprochen werden, oder zumindest sollte mit ihr besprochen werden, dass sie dort vorgestellt wird, spätestens dann, wenn die Standardtherapien, die effektiv sind, ich sag mal, dem Ende zugehen. Da gibt es schon Diskussionen. Manche sind lieber früher, manche sagen, nein, wir sollten nicht zu früh damit anfangen, um nicht falsche Hoffnungen zu wecken. Das muss man mit der Patientin individuell besprechen. Aber ja, jede Patientin sollte in so einem molekularen Tumorboard besprochen werden. Und das ist derzeit in Deutschland flächendeckend noch nicht möglich. Aber es gibt mehrere Programme, die versuchen, genau das zu ermöglichen. Zum Beispiel die Erweiterung des NCT. NCT ist eine Einheit, Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen, mit ab letztem Jahr oder seit letztem Jahr 12 Universitätsklinika an 6 Standorten. Also die sind auch im Internet verfügbar. Ich kann sie mal ganz kurz nennen. Das ist Berlin, das ist Dresden. Das ist ein Standort, der heißt Bera, das ist Würzburg, Erlangen, Regensburg, Augsburg. Das ist ein Standort, der heißt Südwest. Das ist Professor Jannis Standort Ulm zusammen mit Tübingen und Stuttgart. Das ist ein Standort West, das ist Köln und Essen und das ist Heidelberg. Das sehen also die Zuhörer, dass das ganz, ganz viele Standorte sind. Und alle diese Standorte, so ist das Ziel, sollen diese molekularen Tumorboards anbieten können. Darüber hinaus gibt es andere Initiativen, sodass wir glauben, dass jetzt schon viele und hoffentlich in naher Zukunft nahezu alle Patienten, die sich dafür interessieren, an so ein Zentrum verwiesen werden können und die Möglichkeit bekommen. In der Regel läuft es dann so, die Patienten kommen und dann wird erstmal mit ihnen gesprochen, wo stehen sie mit ihrer Erkrankung? Wie sinnvoll ist es jetzt schon, anzustreben, in so einem molekularen Tumorboard zu diskutieren? Und dann, was bedeutet das?
Manche solche Programme benutzen älteres Gewebe, was wir nicht so toll finden. Die meisten Programme sagen, wir brauchen noch ein möglichst frisches Tumorgewebe, als Frischgewebe sogar aus einer führenden Metastasenläsion oder als noch nicht allzu altes Paraffingewebe. Und dann dauert diese ganze Analyse ab dem Moment, wo die Patientin praktisch zustimmt, aufgeklärt wird, zustimmt, braucht es eine gewisse Zeit. Und in dieser Zeit muss man dann häufig eine Zwischentherapie machen, die nächste Standardtherapie. Und dann in dieser Zeit, wenn die Analyse gelaufen ist, wie Professor Jani gesagt hat, sobald das alles dann diskutiert wurde im molekularen Tumorboard, das Ergebnis da ist, dann muss man eben mit der Patientin sprechen, was machen wir jetzt daraus? Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz zentral wichtig. Es bringt überhaupt nichts, wenn am grünen Tisch, sage ich mal, entschieden wird, oh, das ist die beste Therapie, die zweite, das bringt überhaupt nichts, sondern entschieden wird in der Diskussion mit der Patientin. Das muss, und da hat Professor Janik vollkommen recht, der Arzt machen, der sowohl den klinischen Verlauf der Patientin gut kennt, als auch die Ergebnisse des molekularen Tumorboards interpretieren kann. Diese Therapieempfehlungen aus dem molekularen Tumorboard. Andreas, du hast gesagt, das können Medikamente sein, auch von die normalerweise zur Behandlung von anderen Tumoren eingesetzt werden. Wolfgang, das bedeutet ja, dass die unter Umständen nicht alle zur Behandlung von Brustkrebs zugelassen sind. Vielleicht noch gar nicht, vielleicht nie. Vielleicht gibt es auch bei seltenen Mutationen vielleicht auch gar keine großen Studien. Wie geht ihr dann vor und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Patientinnen und Patienten dann auch Zugang zu den Medikamenten haben? Ja, es sind sogar meist Therapien, die nicht zugelassen sind, entweder nicht bei der Erkrankung oder nicht in der Erkrankungssituation. Das kommt eben noch dazu, dass ein Medikament in der Regel ja für eine bestimmte Erkrankung zugelassen ist, aber auch vor einer bestimmten anderen Therapie. Und das trifft wahrscheinlich oder trifft bei der Mehrzahl der Empfehlungen aus dem molekularen Tumorboard dann nicht zu. Und da brauchen wir die Kostenübernahme Zusicherung der Krankenkasse. Wir müssen einen Kostenübernahmeantrag stellen, der für gewöhnlich relativ zügig beantwortet wird. Das ist das Gute wiederum dran. Das Aufwendige ist, dass wir das gut begründen müssen mit dem molekularen Tumorboard und den Daten, die zu dieser Empfehlung geführt haben. Und dann hat die Krankenkasse bestimmte Fristen, darauf zu reagieren. Und in der Frage steckt ja auch die Frage drin, ja, und wie häufig funktioniert das dann? Sehr unterschiedlich. Ja, da kann der oder wird der Professor Schneeweis, der da sehr am erfahrensten ist, in Deutschland nochmal Stellung zu nehmen. Aber jetzt in meinem Überblick, ja, auch mit den anderen Kommissionsmitgliedern in Deutschland, nehme ich wahr, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Und da menschelt es sicher auch, weil das natürlich von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich ist, aber auch von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter, Schrägstrich MDK zu MDK, das ist der medizinische Dienst der Krankenkassen. Und da ist natürlich der Ermessensspielraum dann in einer nicht zugelassenen Situation dann doch relativ groß. Wenn eine Therapie zugelassen ist, dann ist es bei uns in Deutschland so, dass die Krankenkasse da gar nichts machen kann. Also die muss die Kosten übernehmen. Punkt. Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Außerhalb dieser Zulassung ist es der häufige im Ermessensspielraum und da sind wir unterschiedlich häufig erfolgreich. Ich würde es jetzt mal ganz grob auf 50% taxieren, aber guck mal den Professor Schneeweis an, was seine Einschätzung so ist. Ja, Er nickt. lieber Wolfgang, also du bist genau da liegen wir im Moment. Man muss auch anfügen, dass die Krankenkassen und deren, ich sag mal, Hilfsteller, das ist eben der MDK, der für die Krankenkassen die Evidenz bewährt hat und eine Empfehlung abgibt, ob die Krankenkassen, die dann entscheiden, die Kosten übernehmen oder nicht, dass der wirklich alles versucht. Das muss man ehrlich sagen. Also das ist nicht so, dass die Leute blocken, sondern sie sind natürlich auch dem Gesetzgeber verpflichtet, dem Sozialgesetzbuch 5 und damit den Kosten, die der Gesellschaft entstehen durch diese sehr teuren Therapien in der Regel. Und sie versuchen wirklich alles. Und wie Professor Janne eben so wunderbar gesagt hat, es menschelt. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn jetzt mal eine erste Ablehnung kommt, nochmal mit den entsprechenden Leuten in Kontakt zu treten. Sie versuchen mit hineinzunehmen in die Situation der individuell betroffenen Patientin, des Patienten. Und dann kommt häufig heraus, haben wir schon erlebt, dass der oder die Entscheider sagen, ah, in dem Fall
Sie haben ja recht. Ich glaube, da sollte man das machen. Ja? Obwohl Sie am Anfang gesagt haben, da sind wir eher jetzt zurückhaltend, weil die Evidenz ist doch nicht so stark, dass wir, und das ist dann immer die Begründung, sagen können, okay, der Gesetzgeber würde hier auch sagen, diese Kosten muss die Allgemeinheit tragen, weil darum geht es ja in der letzten Konsequenz. Und ja, Professor Reinhard Volkrecht, da sind wir ca. 50%. Wenn man die dann Genehmigungen nach Widerspruch mit berücksichtigt, wie gesagt, du weißt, liebe Eva, man macht einen Antrag und dann kommt in der Regel in einer bestimmten Zeit eine Bewilligung oder ein Widerspruch. Und wenn der Widerspruch kommt, sollte man, wenn der begründet ist, gleich Einspruch einlegen. Und da kommen tatsächlich noch einige dann positive Wertungen am Ende hinzu. Der Knackpunkt ist diese Begründung, die Professor Jani angedeutet hat. Und unsere Reports aus dem Morgen-Tag-Tumorboard sind so feingliedrig, dass sie wirklich alles abbilden, was man begründen kann für diese empfohlene Therapie. Und wenn das eben nicht genügt, dann macht es durchaus Sinn, nochmal, wenn die nächste Therapielinie versagt hat, das nochmal zu versuchen. Wenn die Zeit ist, ne? Wenn die Also ich Zeit ist, meine, ja, genau, absolut, gerade wenn ja. man von einer fortgeschrittenen Erkrankung spricht, dann ist ja manchmal die Zeit knapp und dann gibt es auch juristische Wege, das zu beschleunigen. Da können, glaube ich, auch Anwälte dann ganz gute Tipps geben, was aber ja jetzt nicht unser Thema ist. Aber was mich jetzt weiter beschäftigt, also jetzt werden ja ganz wertvolle Informationen gesammelt, nämlich in Konstellationen mit vielleicht seltenen Mutationen, bei denen in den Konstellationen es oft keine großen Studien gibt. Das heißt, da werden ja Daten generiert, die für die Nachwelt wahnsinnig interessant sein können. Andreas, inwiefern werden denn solche Daten auch der Nachwelt oder heutigen Welt zur Verfügung gestellt und arbeitet ihr zusammen, jetzt zum Beispiel im NCT-Verbund oder wie auch immer, weil es sind ja jetzt Einzelfallberichte, die aber ja wahnsinnig wertvoll sind, aber natürlich noch wertvoller in der Masse wären. Also, alle Daten werden prinzipiell allen zur Verfügung gestellt. Wie funktioniert das? Erstmal werden die Daten im Rahmen einer kontrollierten Studie erhoben. Wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht, Entschuldigung, liebe Eva, von dem Wildwuchs, der auch passiert, sondern in den Programmen, die Professor und ich eben gemeint haben, werden die Patienten kontrolliert behandelt. Das heißt, sie werden erstmal über das Programm aufgeklärt und dann genehmigen sie uns, gewisse Daten zu erheben und die auszuwerten und dann auch der Gemeinschaft in anonymisierter Form zur Verfügung zu stellen. Und wir haben jetzt eben im NCT-Verbund für Patienten mit metastasiertem Brustkrebs zum Beispiel dieses Catch-Programm, wo Patienten eben nochmal eine Gewebeprobe entnommen bekommen, die wird analysiert, dann werden die ganzen Schritte vor dem molekularen Tumorboard abgearbeitet, dann wird die Patientin im molekularen Tumorboard besprochen und dann wird der Patientin dieses molekulare Tumorboard erklärt und dann wird meistens auch die Therapie, wenn möglich, umgesetzt und diese Daten werden gesammelt, prospektiv, also geplant, gesammelt, nicht hinterher irgendwie geguckt, wo sie stecken sollen. Und dann, wenn eine bestimmte Anzahl von Patienten behandelt wurde, werden die zusammengefasst veröffentlicht. Und das machen wir jetzt gerade. Die erste Veröffentlichung war nach 128 Patienten. Jetzt machen wir gerade die nächste Veröffentlichung nach 415 Patienten. Und diese Daten, sobald es veröffentlicht ist, stehen dann allen zur Verfügung. Und zwar nicht nur die Endresultate, sondern auch die ganzen genomischen Analysen, also alle Analysendaten werden in eine Datenbank anonymisiert hochgeladen und damit kann jeder, das ist bei den modernen Publikationen so, kann jeder auf diese auch Rohdaten zugreifen, komplett anonymisiert und kann in diesen Daten arbeiten. Also wenn wir dann gesehen haben, okay, bei dir, der und der Konstellation wirkt das und das Medikament, dann ist das ab dem Moment in der Community. Und das ist ganz, Ja, ganz das ist ja wichtig. jetzt neben der einzelnen Patientin, die im besten Fall von der Therapie profitiert, natürlich ein Wahnsinns, Erkenntnisgewinn, für die Welt, weil wir wissen ja, dass die Krebsbehandlung sich verändert hat und eben nicht alles in großen Studien abgebildet wird. Wolfgang, nochmal zum wahren Leben. Das sind auch Fragen im Chat. Wenn eine Patientin sich jetzt für ein molekulares Tumorboard interessiert, gerne hätte, dass der Tumor analysiert wird,
Kann sie da selbst sich an eines der Zentren wenden oder muss es über den behandelnden Onkologen gehen? Oder wie läuft es für die Patientin, die sagen, ach, das wäre jetzt, ne, wäre mir wichtig? Sowohl das auch. Also ich glaube, der erste Schritt wäre schon wünschenswert, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis zu seiner Ärztin, seinem Arzt hat, dass man mit dem oder der einfach redet und sagt, sagen Sie, ich habe da gehört, da gibt es ein molekulares Tumorboard. Gibt es denn die Möglichkeit, dass wir meinen Fall mal dort vorstellen? Gibt es bei Ihnen oder gibt es eben an einer benachbarten oder mit der Institution kooperierenden Einheit, zum Beispiel aus den NCT-Standorten, auch aus anderen Programmen? Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte dafür offen sein werden, sollten sie sein, sage ich mal. Der andere Weg ist natürlich schon auch der direkte. Wir haben in Deutschland ja eine freie Arztwahl. Das heißt, ja, eine Patientin kann sagen, wenn sie jetzt direkt zum Professor Schneeweis in die Sprechstunde gehen möchte, kann sich auch dort direkt anmelden und der würde das dann natürlich veranlassen. Direkt sich selber im Tumorboard anmelden, das geht nicht. Das ist auch nicht sinnvoll, weil da sind natürlich ganz viele Fachinformationen notwendig. Ja, sondern das wird immer eine Ärztin oder ein Arzt machen. Und ich denke aber, der beste Weg wäre erstmal mit der behandelnden Ärztin oder behandelnden Arzt darüber zu sprechen. In der Regel hat man ja dann auch aufgrund der Erkrankungshistorie ein vertrauensvolles Verhältnis zu dir oder dem. Und dann ist das eigentlich der beste Weg. Das ist ja noch der Punkt, das vertrauensvolle Verhältnis. Und Patientinnen wollen ja auch oft gerne bei ihrem Arzt bleiben. Wolfgang, wäre es auch möglich, dass eine Patientin bei ihrem Onkologen bleibt und es trotzdem eine Fallbesprechung, Tumorsequenzierung, molekularen Tumorboardbericht remote gibt? Also quasi, dass ihr sowas macht für eine Patientin, die anderwo behandelt wird? Oder macht es keinen Sinn, weil Informationen verloren gehen oder weil es logistisch schwierig ist oder rechtlich oder also muss eine Patientin immer zu euch dann ins Zentrum kommen für alle Behandlungen oder kann sowas auch verbunden werden? Das ist eine sehr berechtigte Frage und die Antwort ist sehr klar, nein, sie muss nicht an dem Zentrum behandelt werden, sondern ja, das geht auch von außerhalb. Also bei uns in Ulm ist es jetzt so, würde mich auch interessieren, wie es in Heidelberg ist, aber bei uns ist es so, dass abhängig von der Entität zwischen 15 und 30% der Vorstellungen einer Fachrichtung tatsächlich von externen sind. Genau in der Situation, wo du sagst, okay, die Patientin hat ihren Onkologen oder ihre Onkologin seit Jahren, möchte auch bei dem oder der bleiben, ist zufrieden, vertraut ihm oder ihr. Und vielleicht hat sogar sie oder er selber auf die Idee gekommen, Mensch, jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt für ein molekulares Tumorboard und würde dann eben mit uns oder Professor Schneeweis oder einer ähnlichen Adresse Kontakt aufnehmen. Und das ist ein geübtes Verfahren, auch ein sinnvolles Verfahren meines Erachtens. Es ist ja auch manchmal schon die Entfernung, ne? Also klar sagen wir, na ja, wenn man jetzt so eine schwere Krankheit hat, kann man ja auch mal Fahrten auf sich nehmen. Aber erstens geht es ja nicht allen Patientinnen und Patienten gerade in der fortgeschrittenen Krankheitssituation so gut, dass sie immer reisen können. Zweitens gibt es ja auch Therapien, die dann vielleicht wöchentlich stattfinden. Dann ist es ja auch sehr mühsam, immer an ein Zentrum zu fahren, was vielleicht weit weg ist. Von daher, wenn es die Möglichkeit gibt, das ist wahrscheinlich auch vorherige Absprache und der eigene Onkologe da offen für ist, wovon ich eigentlich ausgehen würde oder was wir hoffen würden, ne, dann gibt es da also schon die Möglichkeit, bei dem behandelnden Arzt zu bleiben und sich trotzdem an eins der Zentren irgendwie dran zu hängen. Andreas, wir haben von actionable targets gesprochen, also quasi die Veränderungen, die ihr findet. Ich will einfach mal ganz kurz überlegen, es wird ja sowieso schon ganz viel untersucht. Es gibt den HER2-Rezeptor, es gibt die Hormonrezeptoren, es gibt PD-L1-Expression, es gibt PIK3CA, es gibt BRCA und so weiter. Es wird ja sowieso schon ganz viel geguckt. Gibt es jetzt so ein paar Veränderungen, bei denen du sagst, die sind uns jetzt schon häufiger aufgefallen, die werden aber im wahren Leben jetzt in der Standardbehandlung nicht untersucht, sind aber aus unserer Sicht schon wichtige quasi Merkmale, um wirkungsvolle Therapien zu finden?
Ja, die gibt es, aber ich möchte jetzt gleich um Entschuldigung bitten. Ich kann die nicht alle nennen und werde Sind sicher so viele viele. einfach vergessen. Also ein ganz wichtiger Bereich sind die Veränderungen, die mit einer Störung der Hauptreparaturmaschinerie für DNA, also für Genstrangbrüche zu tun haben. Da wissen wir ja, wenn eine BRCA1 oder 2 Mutation besteht in der Keimbahn, dass dann diese PARP-Inhibitoren Olaparib oder Talazoparib wirksam sind. Aber es gibt eben nicht nur diese zwei Veränderungen, die vorhersagen, dass diese Medikamente, es gibt eine Vielzahl von Veränderungen. Zum Beispiel ein anderes Gen kann der Keimbahn verändert sein, das heißt PALB2. Oder diese Veränderung ist nicht in der Keimbahn, sondern nur im Tumor. Oder es gibt andere, wir nennen das HRD-Situation, also eine homologe Rekombinationsdefizienzsituation, wo andere Gene verändert sind und diese Maschinerie auch ausgefallen ist. Und für all diese anderen Situationen, wo wir ja sehr wo wir einige Daten haben, die darauf hinweisen, dass da auch diese PARP-Inhibitoren besonders gut wirken, die sind eben nicht zugelassen, ja. Und das ist sowas, was man dann im molekularen Tumorboard zum Beispiel findet. Oder ein anderes Beispiel, es gibt so einen Hauptsignalweg bei den hormonrezeptorpositiven Brustkrebserkrankungen, der immer wieder dafür verantwortlich ist, dass Resistenzen, Unempfindlichkeiten sich gegen Antihormontherapien empfinden. Das ist der von dir angesprochene PI3K-AKT-mTOR-PTEN-Signalweg. Und da gibt es eben, wie schon aus der Aufzählung zu ersehen ist, viele, viele Veränderungen auf vielen Stufen, wo wir glauben, okay, da wäre zum Beispiel ein bestimmter Hemmer des Signalwegs auch, aber da ist er meistens nicht zugelassen. Er ist eben nur zugelassen bei einer PIK3CA-Mutation. Oder ein drittes Beispiel, was extrem innovativ ist, es gibt viele Veränderungen, die den Tumor immunogener machen. Das heißt, wo wir wissen, da ist eigentlich schon eine Immunantwort da, aber die wird irgendwie blockiert vom Tumor. Und da ranzugehen, das schaffen wir auch, das zu erkennen, dieses Immunprofil, sagen wir mal, das kann das molekulare Tumorboard sehr, sehr gut. Und viel umfangreicher, viel umfassender als zum Beispiel diese von dir angesprochene PD-L1-Expression das schafft. Das sind jetzt nur mal so drei Beispiele. Aber sehr spannend, dass du sagst, die könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen hier. Das zeigt ja schon, dass es jetzt tatsächlich nicht um zwei, drei Mutationen geht, sondern dass ihr da wirklich sehr viel rausfischen könnt. Wolfgang, letzte Frage, weil wir schon wieder, obwohl wir so lange Zeit hatten, am Ende unserer Zeit fast sind. Was passiert denn, wenn ihr bei so einer Tumoruntersuchung oder Sequenzierung plötzlich eine somatische Mutation findet, also sprich eine Mutation, die vererblich ist, das könnte ja auch Auswirkungen auf die Familienmitglieder haben. Was passiert dann? Wird die Patientin sofort informiert? Wird sie gefragt, ob sie das wissen will oder nicht? Wie geht ihr mit der Situation um, die ja nochmal eine zusätzliche Grundlage bietet? Ja, exzellente Frage, ganz, ganz wichtige Frage, weil in der Tat durch diese Analysen, wo wir auf der Suche sind nach Zielen, werden manchmal Informationen offenbar, wo wir früher vorher gefragt hätten, wollen Sie das überhaupt wissen, eben im Hinblick auch auf Nachkommen, eben in der Regel Töchter. Da ist BRCA natürlich das beste Beispiel, auch die PALB2-Mutation, die der Professor Schneeweis vorhin genannt hat. Ja, wenn wir das somatisch nachweisen, dann würden wir die Keimbahnanalyse nachschalten und gar nicht so selten wird die dann positiv sein. Natürlich mit den Konsequenzen, dass die Patientin dann eine richtige genetische Beratung. Das ist der konkrete nächste Schritt, dass eine Patientin mit der Patientin ein Gespräch geführt wird, welche Konsequenzen hat es für sie? Ganz offensichtlich in dem Fall die positive Konsequenz der Therapiemöglichkeit, aber eben auch, wie soll man sinnvollerweise eben mit den anderen Familienmitgliedern umgehen. Das können eben zum Beispiel Schwestern sein, das können aber natürlich vor allem auch die Töchter sein. Danach fragen die Patienten normalerweise. Ja, sehr wichtig, dass ihr da auch drauf guckt
und gegebenenfalls auch die Patienten informiert, weil das ist ja wiederum das, was wir auch brauchen, die Information, um vielleicht ja auch Krebserkrankungen verhindern zu können. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, weil es so ein spannendes Thema ist und ihr wisst ja, das ist sowieso mein ganz großes Steckenpferd, könnte ich jetzt noch lang mit euch sprechen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ihr seid ja noch im Meet the Expert. Kurz steht ihr noch für Fragen zur Verfügung. Wir haben einige aus dem Chat beantwortet. Vielleicht sind noch Interessierte da. Hier geht es weiter mit dem triple-negativen Brustkrebs. Da sprechen wir, was es da Neues gibt. Und ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch beiden und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Danke, Vielen dir Dank, auch. ebenso. Tschüss, Alles tschüss. Gute. Bis bald. Danke, danke. Tschüss.